und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Elektronikblog. Im heutigen Video geht's weiter mit der Roboterhand. Heute bauen wir weiter beim Oberarm und da würde ich sagen, los geht's nach dem Intro. Entferne ich gerade die Stützstruktur von einem 3D-Objekt, was ich selbst entworfen habe. Das ist sozusagen eine Servohalterung, dieses 3D-Objekt. Da wird dann ein Servo dran geschraubt. Und dieser Servo bewegt dann den Ellenbogen. So, hier kommt dann noch das Gelenk dran und der Servo wird festgeschraubt. Das wird eben jetzt hier festgeschraubt. So, und das Ganze wird dann eben mit einem Zahnriemen bewegt. Also diese Kraft wird mit diesem Zahnriemen übertragen. So, hier sind dann schon die ersten Tests und da habe ich dann gemerkt, der Servo ist viel zu schwach. Der kann das gar nicht hochheben, die Hand, weil diese Hand hat doch ein ziemliches Gewicht und hier tue ich gerade so Abgummis einfädeln, damit, weil ich mir davon erhofft habe, dass das Ganze dann leichter wird und der Servo dieses Gewicht stemmt sozusagen. Das Ganze hat dann allerdings nicht funktioniert, dann habe ich das Ganze nochmal auseinandergebaut. Und das gleiche Teil nochmal gedruckt, allerdings diesmal eine Halterung für einen Stepper-Motor, weil ich mir von diesem Stepper mehr Kraft erhofft habe, dass der mehr Kraft ausüben kann und dadurch, dass die Hand hochheben kann. Weil diese Hand hat schon einiges Gewicht, da sind ja doch 4 mittlere Motoren drinnen, so ist die mittlere Servomotoren. Und habe ich mir gehofft, dass dieser Stepper-Motor das schafft. Den befestige ich hier gerade. Und jetzt muss ich da nochmal das für den Ellenbogen umbauen. So, und schraube das Ganze jetzt an den Unterarm. Wieder den Zahnriemen befestigen. Und jetzt habe ich hier noch einen Endstopp,
weil so ein Stepper-Motor weiß am Anfang nicht die Position, anders wie beim Servo. Wenn man, einmal muss man die Position ermitteln und dann weißt du immer genau, wo er ist, weil mit den Schritten weißt du dann genau, wo er ist. Das Ganze, also der Schrittmotor, war dann allerdings auch zu schwach, hat das Gewicht auch nicht stemmen können. Das habe ich nach einigen Testen leider herausgefunden. Und jetzt dann da krimpe ich jetzt gerade noch Kabel. Und weil das alles nicht funktioniert hat, habe ich mir jetzt neue Servomotoren bestellt. Die sind echt riesig. Hier mal so ein ganz normaler, kleiner Servo, Modellbauservo. Und da sieht mal, wie groß dieser große Servo ist, und der sollte dieses Gewicht eigentlich heben können. Und ja, da habe ich mir jetzt wieder so eine Art, also so eine Art Zahnrad gebaut, wo dann der Zahnriemen oben ist. So, den Servo schraube ich da gerade in die Halterung. Das habe ich jetzt übrigens nicht mehr selber gebaut, sondern von Thingiverse. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und hier steht nochmal der Name, ist hier eingeblendet. So, und jetzt habe ich hier noch einen zweiten Servo, so einen zweiten großen Servo befestigt, und zwar damit sich der Oberarm einmal drehen kann. Hier muss ich das Ganze dann einmal aufschrauben, weil der Servo, damit sich der Unterarm drehen kann, war ein bisschen falsch positioniert. Den muss ich da jetzt neu festschrauben. So, jetzt wird das wieder dran geschraubt. Und jetzt wird erstmal die Servos festgeschraubt, weil da habe ich jetzt noch so eine Halterung gedruckt, damit der Abstand passt vom Servo. So einen Abstandshalter habe ich da gedruckt und designt. Und jetzt kommt eben das Servohorn dran. An dieses Zahnrad, nenne ich es mal, und wird dann da festgeschraubt. Da muss ich noch etwas schleifen, damit das auch passt. Und dann hat das alles gepasst. Festschrauben. Und jetzt kommt noch einmal der Motor dran, womit dann der Oberarm gedreht wird. Den schraube ich hier auch nochmal fest. So, jetzt habe ich da doch noch etwas falsch gemacht. Jetzt muss ich das Ganze nochmal aufschrauben und nochmal umändern. Und wieder festschrauben. Jetzt wird einmal dieses Teil abgeschraubt beim Ellenbogen, weil das Ganze muss es mit dem Motor, mit dem du was deinen Ellenbogen bewegt, verklebt werden. Und das Ganze mal mit Hilfe von zwei Komponentenkleber. Und dann klebe ich das zusammen. Wenn das dann getrocknet ist, klebe ich dann noch das nächste Teil nochmal an die beiden Teile.
und lasse das auch wieder trocknen. Hier habe ich eine tolle Konstruktion gebaut mit allem möglichen, was mir zur Hand gefallen ist, damit da einfach ein bisschen Gewicht oben ist, weil ich hatte keine so große Klemme, da ich das zusammen zwingen konnte, also zusammen drücken konnte. So, jetzt habe ich hier dann das Ganze nochmal zusammengeschraubt und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und um weitere Videos nicht zu verpassen, abonniert meinen Kanal. Dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.